auf den Zusatzpunkt 19. Und ich bitte die Kolleginnen und Kollegen, entweder jetzt schnell zur Abstimmung zu gehen oder sich bitte hinzusetzen. Ich rufe auf den Zusatzpunkt 19, Beratung des Antrages der Fraktion der CDU/CSU mit dem Titel Beschluss des Bundesverfassungsgerichts respektieren, Rechte des Deutschen Bundestages achten, Neustart beim Heizungsgesetz einleiten. Für die Aussprache wurde eine Dauer von 68 Minuten beschlossen. Ich bitte Sie, Platz zu nehmen, liebe Kolleginnen und Kollegen. Ich eröffne die Aussprache. Und das Wort hat zu Beginn für die CDU/CSU-Fraktion Friedrich Merz. Frau Präsidentin, meine sehr geehrten Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen! Demokratie lebt vom Vertrauen in alle staatlichen Institutionen und Verfassungsorgane. Wir werden daher das Parlament als Ort der Debatte und der Gesetzgebung stärken. So steht es in Ihrem Koalitionsvertrag. Meine Damen und Herren von der SPD, den Grünen und der FDP. Sie haben in den letzten 18 Monaten dieses Parlament zum einem Ort der Debattenverweigerung und zu einem Ort des Durchpeitschens von Gesetzen gemacht. Sie haben nicht Vertrauen gewonnen, sondern wir alle haben als Institution Vertrauen in Deutschland verloren. Meine Damen und Herren, der Kollege Thomas Heilmann hat als Mitglied des Deutschen Bundestages das Bundesverfassungsgericht angerufen in einem Organstreitverfahren und gegen die Methode der Verabschiedung des Gebäudeenergiegesetzes erfolgreich geklagt. Ich möchte zunächst dem Kollegen Heilmann herzlich danken dafür, dass er dies getan hat. Er hat dies nicht getan als Mitglied einer Oppositionsfraktion, sondern er hat dies getan als Mitglied des Deutschen Bundestages, wie Sie alle, die einen Anspruch darauf haben, an der Beratung von Gesetzgebung angemessen beteiligt und angehört zu werden. Das hätte jeder von Ihnen aus den Koalitionsfraktionen auch machen können. Wir sehen Gesetzgebung, die selbst bei den Sachverständigen zu Bemerkungen führt, wie die vom letzten Montag, wo einer der von Ihnen eingeladenen Sachverständigen im Ausschuss gesagt hat, dieses Verfahren ist für eine Demokratie unwürdig. Und er hat recht, meine Damen und Herren. Richtig ist, dass Gesetzgebung immer wieder einmal schnell gehen muss. Das war in unserer Regierungszeit so, das ist in Ihrer so. Und manche Krise erfordert schnelle Reaktion. Das hat der Deutsche Bundestag immer wieder gezeigt, dass er dies kann. Aber so zu arbeiten, wie Sie es in den letzten Wochen und Monaten getan haben, hat mit Krisen, jedenfalls Krisen des Landes, nichts mehr zu tun. Es hat allenfalls mit Koalitionskrisen zu tun. Aber das ist keine Begründung für eine solche Art der Gesetzgebung. Und liebe Kolleginnen und Kollegen, im jahrzehntelangen Durchschnitt der Arbeit des Deutschen Bundestages ist etwa jedes sechste Gesetz mit Fristverkürzung beschlossen worden. Im letzten Jahr, Corona-bedingt, jedes zweite. In diesem Jahr, ohne eine solche externe Krise,
werden 3 von 4 Gesetzen dieser Koalition nicht mehr mit der Einhaltung der gesetzlich und geschäftsordnungsmäßig vorgesehenen Fristen beraten. Dies ist eine Missachtung des Parlaments, wie sie in dieser Dimension in der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland noch nicht gegeben hat. Das, was Sie hier tun, hat auch nicht erst in dieser Woche begonnen. Sie haben die Wahlperiode begonnen mit einer Änderung der Sitzordnung hier im Deutschen Bundestag. Erkennbar von vielen, nicht allen, aber von vielen von Ihnen mit dem Bemühen, diese Bundestagsfraktion in die Nähe dieser Bundestagsfraktion zu rücken. So hat die Wahlperiode angefangen mit Ihnen. Ein Akt der Unfreundlichkeit, der sich fortgesetzt hat im Laufe der Wahlperiode. Und ich gebe Ihnen, dass Sie dabei unruhig werden, kann ich gut verstehen. Aber, meine Damen und Herren, es hat seine Fortsetzung. Es hat seine Fortsetzung mit der Entscheidung über das Wahlrecht. Kleinere Änderungen des Wahlrechts sind schon einmal mit einfachen Mehrheiten hier verabschiedet worden. Eine solche grundlegende Änderung des Wahlrechts mit der Mehrheit gegen die Minderheit durchzusetzen, ist ein einmaliger Vorgang, der das Klima in diesem Hause vergiftet hat, und zwar bis zum heutigen Tag. Und dann in dieser Woche die Einsetzung eines Untersuchungsausschusses, beantragt von uns auf der Grundlage eines Quorums, das wir sogar im Grundgesetz einmal zugunsten einer Opposition abgesenkt haben, damit Minderheitenrechte hier im Deutschen Bundestag wirklich geachtet werden. Einmalig in der Geschichte dieses Landes und dieses Parlaments lehnen Sie ein Minderheitenrecht mit fadenscheinigen Begründungen ab und verweigern die Einsetzung eines Untersuchungsausschusses im Deutschen Bundestag. Meine Damen und Herren, Sie können ein weiteres Beispiel aus dieser Woche nehmen. Richtigerweise hat sich der Deutsche Bundestag das Recht genommen, die Regierung hier anzuhören und zu befragen und auch dazu den Bundeskanzler in den Deutschen Bundestag einzuladen. Was wir hier am Mittwoch erneut erlebt haben, dass der Bundeskanzler nicht eine Frage wirklich beantwortet und stattdessen die Fragesteller aus unseren Reihen darüber belehrt, dass sie die falschen Fragen gestellt haben, ist ein Ausdruck von Respektlosigkeit dem Deutschen Bundestag gegenüber, der vollkommen inakzeptabel ist. Das Bundesverfassungsgericht hat in der Tat in der Form entschieden. Aber diese Form hat ja nicht einen Selbstzweck, sondern dient einer sachlichen Debatte. Wir werden jetzt die Gelegenheit haben, über dieses Gebäudeenergiegesetz noch einmal in allen seinen Ausprägungen zu diskutieren. Und wenn Sie jetzt schon heute für die nächste Sitzungswoche des Deutschen Bundestages dieses Gesetz in unveränderter Form auf die Tagesordnung im September setzen, dann ist das ein weiterer Ausdruck von Respektlosigkeit und Ignoranz dem Deutschen Bundestag gegenüber, dass Sie nicht bereit sind, hier den Formen zu folgen, die den Zweck haben, in der Sache eine Diskussion zu führen. Liebe Kolleginnen und Kollegen, wenn Sie in dieser Sommerpause Zeit und Neigung haben, einmal zu lesen, wie auch Außenstehende unsere Demokratien beurteilen, dann nehmen Sie sich das Buch von Timothy Snyder zur Hand, der schon vor 4 Jahren geschrieben hat, wie Demokratien sterben. Eingriffe in das Wahlrecht, willkürliche Missachtung der Rechte von Minderheiten,
Ja, meine Damen und Herren, die Qualität einer Demokratie zeigt sich nicht darin, ob die Mehrheit jederzeit ihre Rechte durchsetzt. Die Qualität einer Demokratie zeigt sich, ob die Mehrheit Respekt und Achtung vor den Rechten der Minderheit in einem Parlament hat. Und deswegen möchte ich Ihnen abschließend sagen, lassen Sie uns diese Sommerpause, die jetzt vor uns liegt, nutzen. Und ich bin da durchaus auch bereit, sehr selbstkritisch unsere Rolle mit einzubeziehen. Diese Reaktion zeigt allerdings, wes Geistes Kind da einige von Ihnen sind, wenn ich Ihnen jetzt hier noch mal einen Vorschlag machen möchte. Herr Merz, möchten Sie eine Zwischenfrage oder Zwischenbemerkung von Frau Storch aus Nein. der? Nein. Meine Damen und Herren, ich möchte Ihnen anbieten, dass wir über die Sommerferien einmal in aller Ruhe darüber nachdenken, wie wir gemeinsam, Sie, die Mehrheit der Koalitionsfraktionen und wir, die größte Oppositionsfraktion hier im Deutschen Bundestag, dazu beitragen können, dass das Vertrauen der Bevölkerung unseres Landes in diese Institution Deutscher Bundestag wieder gestärkt wird. Lassen Sie uns einen Augenblick, soll ich die Zwischenrufe wiederholen, die wir hier eben in der Pause aus Ihren Reihen gehört haben, an die Adresse unserer Fraktion? Soll ich das wiederholen, was wir hier eben in der Pause von Ihnen gehört haben und was zu Recht ein Ordnungsgeld ausgelöst hat? Können Sie nicht mal einen kurzen Augenblick den Mund halten und mal innehalten mit dem, was Sie hier an Zwischenrufen zu machen haben? Meine Damen und Herren, ich mache Ihnen den Vorschlag. Ich mache Ihnen hier den Vorschlag, dass wir die vor uns liegende sitzungsfreie Zeit nutzen, einmal innezuhalten und darüber nachzudenken, wie wir die Arbeit hier in diesem Parlament zwischen der Opposition und der Regierung, aber auch zwischen Ihrer Mehrheit und der Minderheit hier im Parlament so gestalten können, dass wieder eine Mehrheit der Bürgerinnen und Bürger unseres Landes Vertrauen fasst in die Funktionsfähigkeit unserer Demokratie und auch in die Funktionsfähigkeit des Deutschen Bundestages als dem Hort der Demokratie unseres Landes. Ich finde, wir sind es unserer Demokratie und unserem Lande schuldig. Nutzen wir die Gelegenheit der Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts, genau das zu tun. Herzlichen Dank. So, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Kolleginnen und Kollegen, hallo, liebe Kolleginnen und Kollegen, jetzt mal Ruhe hier. Die Kollegen müssen noch zur Abstimmung, also es ist kein Grund, sich jetzt aufzuregen. Und wir sollten in dieser Debatte jetzt weiter fortfahren, wie es sich angemessen auch gehört. Und die nächste Aufmerksamkeit schenken wir jetzt dem Redner der SPD-Fraktion, Dr. Johannes Fechtner. Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, lieber Herr Merz, zu einem vertrauensvollen Miteinander hier im Parlament, in das die Bürgerinnen und Bürger volles Vertrauen haben können. Dazu gehört es aber auch, dass die Opposition bereit ist zu Gesprächen, bereit ist zu Kompromissen und zu Gemeinsamkeiten. Und nehmen Sie den Untersuchungsausschuss, den Sie haben wollten. Wir haben Ihnen mehrfach Gespräche angeboten. Wir haben Ihnen die Argumente durch Sachverständige auf dem Silbertablett serviert. Und Ihre Reaktion war, kurz nach dem letzten Gespräch den Antrag durchzupeitschen, hier ihn auf die Tagesordnung zu setzen. Also da müssen Sie sich mal an die eigene Nase fassen. Auch die Opposition muss hier wirklich tatsächlichen Gestaltungswillen haben und nicht nur die schnelle Schlagzeile suchen, sehr geehrter Herr Kollege. Meine Damen und Herren, 30% der CO2-Emissionen in Deutschland, die kommen vom Heizen.
Und wenn wir die Pariser Klimaschutzziele einhalten wollen, dann müssen wir mehr Tempo machen, dann müssen wir schnell mehr für den Klimaschutz tun. Und deswegen war es gut, dass wir dieses Gebäudeenergiegesetz jetzt so vorangetrieben haben, liebe Kolleginnen und Kollegen. Und ich will ausdrücklich einräumen, dass der ursprüngliche Vorschlag Potenzial nach oben hatte. Aber wir haben zügig und sehr grundlegend diese Vorschläge überarbeitet. Es gibt jetzt den Schutz für die Mieterinnen und Mieter, 5% pro Quadratmeter, um mal ganz sachlich auf die Vorteile hinzuweisen. Die gibt es ab sofort, bis zu 70% Förderung für die neue Heizung. Auch das ein ganz großer Fortschritt. Und ganz klar ist auch, dass wir technologieoffen sind. Die Bemerkung gestatten Sie mir als Schwarzwälder, dass Holz- und Pelletheizungen auch zukünftig eingebaut werden können. Auch das ist eine ganz wichtiger Teil im Änderungsantrag. Und in der Tat, wir machen Tempo beim Klimaschutz. Und das ist der Punkt des Bundesverfassungsgerichts. Denn was sagt das Bundesverfassungsgericht denn ganz konkret? Das Bundesverfassungsgericht hat eben nicht festgestellt, das ist ganz wichtig, dass wir Abgeordnetenrechte verletzt hätten. Nein, das Bundesverfassungsgericht hat gesagt, es kann nicht ausgeschlossen werden, dass unser hohes Tempo den Rechten vom Abgeordneten Heilmann zuwiderlaufen könnte, möglicherweise, und hat deshalb gesagt, dann sollen wir lieber die Abstimmung verschieben. Es hat insbesondere nichts über den Inhalt des Gebäudeenergiegesetzes gesagt. Da hören wir immer wieder Enteignungsvorwürfe aus der Union. Das stimmt überhaupt nicht. Ganz im Gegenteil. Das Bundesverfassungsgericht hat uns einen klaren Weg gewiesen, wie wir noch im Juli, also in nächster oder übernächster Woche, dieses Gebäudeenergiegesetz hätten verabschieden können. Also kann überhaupt keine Rede davon sein, dass es verfassungswidrig ist, dass es Enteignungen sind oder dass wir hier Abgeordnetenrechte übermäßig beeinflusst hätten. Wohl kaum hätte das Bundesverfassungsgericht diesen ganz konkreten Handlungsvorschlag gemacht. Liebe Kolleginnen und Kollegen, das will ich ja ausdrücklich allen sagen, die uns Verfassungswidrigkeit oder die Verletzung von Abgeordnetenrechten vorwerfen, meine sehr geehrten Damen und Herren. Und wie geht es jetzt weiter? Wir halten uns an die Ausführungen des Verfassungsgerichtes. Wir wollen mehr Tempo im Klimaschutz. Und deswegen werden wir gleich in der nächstmöglichen regulären Sitzung diesen Tagesordnungspunkt aufsetzen und werden das Gebäudeenergiegesetz verabschieden. Und in der Tat, damit alle Bürgerinnen und Bürger, das Handwerk, die Bauwirtschaft und alle Beteiligten Klarheit haben, danke ich ausdrücklich den Fraktionsvorsitzenden für die ganz klare Ansage, dass dieses Gesetz so kommen wird. Da haben jetzt alle Zeit, sich darauf einzustellen. Und das ist, glaube ich, ein ganz, ganz wichtiges Zeichen, dass dieses Gesetz zum 01.01.2024 in Kraft treten wird, liebe Kolleginnen und Kollegen. Und in der Tat, der Änderungsantrag, der ist komplex. Andererseits, wenn ich mich erinnere, was wir alles etwa zum EEG in der Großen Koalition beschlossen haben, in ähnlichem Tempo, da habe ich von der Großen Koalition heute und insbesondere von der Union überhaupt nichts dazu gehört. Und es ist ja, glaube ich, auch bezeichnend, dass nicht die Unionsfraktion, dass nicht mehrere Unionsabgeordnete, sondern dass der Kollege Heilmann, Respekt und ausdrücklichen Dank für ihr Vorgehen, dass von dort die Initiative kam, weil ich glaube, eins ist nämlich klar, Sie wissen ganz genau, in welche interessanten Diskussionen, was Fristen angeht, wir jetzt hier geraten. Denn man darf ja schon auch mal die Frage stellen, ist es denn wirklich so klug, aus Grundgesetzartikeln jeweils orientiert am Einzelfall jetzt unsere Beratungsfristen zu definieren? Also da sind wir sehr gespannt, wie das Bundesverfassungsgericht in der Hauptsache dann entscheiden wird. Für uns ist jedenfalls eins klar, selbstverständlich respektieren wir die Entscheidung des Bundesverfassungsgerichtes, aber wir sagen nicht nur, dass wir sie respektieren, sondern, Kollege Schnieder, habe ich schon gesagt, dass wir im Herbst an eine grundlegende Reform der Geschäftsordnung herangehen wollen. Und da werden wir uns mit der Frage beschäftigen, ob unsere Regelungen, was die Fristen, die Abläufe hier angeht, präzise genug sind oder ob wir hier noch Änderungsbedarf haben. Für heute wollen wir aber nicht entscheiden. Wir machen das im September. Meine sehr geehrten Damen und Herren, wir brauchen mehr Tempo im Klimaschutz, mehr Klarheit, mehr Rechtssicherheit. Und das schaffen wir in der ersten Septemberwoche mit dem neuen Gebäudeenergiegesetz. Vielen Dank. Bevor ich die nächste Rednerin aufrufe, komme ich noch mal zurück zu Zusatzpunkt 10. Gibt es noch ein Mitglied im Haus, genau, das noch nicht abgestimmt hat, dann bitte jetzt. Jetzt gibt es noch die Möglichkeit, das zu tun. Und während Sie das tun, rufe ich auf die nächste Rednerin für die AfD-Fraktion, Dr. Alice Weidel.
Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herren! Die Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts hat uns die Schande erspart, dass ein ignorantes, unausgegorenes und stümperhaft zusammengeschusterte Gesetz mit der Brechstange erzwungen wird. Sie wollten dieses grüne Ideologieprojekt unter Missachtung der Sorgen der Bürger und der Rechte des Parlaments durchpeitschen und die begründeten Einwände ganzer Heerscharen von Fachleuten arrogant beiseite wischen. Und Sie haben den Schuss offenbar noch immer nicht gehört, denn Sie halten stur an diesem Projekt fest. Und auch Sie von der Union wollen das Heizungsgesetz gar nicht verhindern. Das haben Sie ja auch gesagt. Ein Heizungsgesetz ist aber in 2 Monaten noch genauso falsch wie jetzt. Daran ist auch nichts zu reparieren. Denn das ganze Vorhaben, den Menschen vorschreiben zu wollen, wie sie ihre Wohnungen und Häuser zu heizen haben, ist nicht nur falsch, es ist auch verfassungswidrig. Sie reden von Respekt, aber sie vergreifen sich am Privateigentum der Bürger. Schamlos. Das Verfassungsrecht schützt das Privateigentum. Ihr Verarmungs- und Enteignungsgesetz zwingt private Eigentümer, ihre Rücklagen und Ressourcen für teure, ineffiziente und in vielen Fällen untaugliche Stromheizung zu opfern. Sie treiben sie in die Verschuldungsfalle. Viele werden ihr Eigentum nicht halten können. Internationale Investoren stehen schon bereit für den großen Ausverkauf. Millionen Mieter werden die Zeche durch steigende Mieten mitzahlen müssen. Die Welt lacht über Deutschland, weil seine Regierung ohne Not Volksvermögen vernichtet, die Mittelschicht ruiniert und die Industrie aus dem Land vertreibt. Für die Reduzierung von CO2-Emissionen und die Beeinflussung des Weltklimas ist ein Heizungsgesetz komplett nutzlos. Monatelang haben Sie daran herumgefuscht, aber Sie können nun nicht einmal sagen, wie hoch die CO2-Einsparungen überhaupt sein sollen. Sie lassen die Bürger über die wahren Kosten im Unklaren und täuschen sie mit Subventionsversprechungen, die sie nicht zahlen können. Sie sagen den Menschen auch nicht die Wahrheit über die weiteren Anschläge auf das Volksvermögen, die auf dem Umweg über die EU drohen. Übrigens angestoßen von der CDU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen. Ein verschärftes GEG, der Sanierungszwang durch die bevorstehende EU-Gebäuderichtlinie und die Einführung des monströsen EU-CO2-Zertifikatehandels im Gebäudesektor bedrohen ganze Bevölkerungsschichten mit Wohlstandsvernichtung und Enteignung. Und hieran sieht man einmal mehr die Doppelstandards und die Heuchelei der CDU. Ein Heizungsgesetz nützt niemandem, außer internationalen Investoren und der Wärmepumpenlobby, die auch ohne den Clanchef Greichen hier das Wirtschaftsministerium fest im Griff haben. Und es nützt den Klimaideologen, die damit ihre Träume von einer ökosozialistischen Plan- und Mangelwirtschaft mit Lastenfahrrädern und Kerzen realisieren wollen, in der Vorschriften und Zwänge an die Stelle von Privateigentum, von Wohlstand, Vernunft und fairem Wettbewerb treten. Es ist schon klar, es ist völlig klar, warum Sie das so hektisch erzwingen wollten. Sie haben Angst vor den Bürgern, vor den eigenen Wählern, denn Sie begreifen sehr gut, dass Sie belogen, betrogen, enteignet und ärmer gemacht werden sollen. Ihre Rechnung wird deshalb nicht aufgehen. Vier Fünftel der Menschen in diesem Land sind gegen das Heizungsgesetz. Vier Fünftel, dass Sie Bruchrechnung, Mathematik nicht können, das ist völlig klar. Lassen Sie sich das erklären, was vier Fünftel eigentlich bedeutet. Es bleibt dabei, das beste Heizungsgesetz ist kein Heizungsgesetz. Nutzen Sie die Denkpause, die Ihnen das Bundesverfassungsgericht dankenswerterweise gegeben hat, und stampfen Sie dieses unsägliche Gesetz komplett ein. Ich bedanke mich.
So, ich komme noch einmal kurz auf die Abstimmung zurück. Ich gehe davon aus, dass jetzt alle Kolleginnen und Kollegen die Chance hatten, abzustimmen. Ich sehe auch niemanden hektisch rennen. Insofern schließe ich jetzt die namentliche Abstimmung und komme zurück zum Tagesordnungspunkt 19. Und nächster Redner ist für die Fraktion Bündnis 90 Die Grünen Dr. Till Steffen. Sehr geehrte Frau Präsidentin, meine geschätzten Kolleginnen und Kollegen, also Frau Weidel, Sie haben offenbar den Beschluss des Bundesverfassungsgerichts überhaupt nicht gelesen, überhaupt nicht, nicht im Ansatz. Sie haben ja eine Rede gehalten, die auswendig gelernt war und ansonsten abgelesen. Also ich finde, Ihre Aussage für YouTube, die können Sie auch in Ihrem Büro aufnehmen, aber das ist keine Teilnahme an der Debatte im Deutschen Bundestag. So geht es nicht. So geht es nicht. Und das ist auch eine Missachtung des demokratischen Diskurses. Wir müssen hier ringen. Ja, wir müssen hier ringen über richtige Lösungen, über den richtigen Umgang. Aber was Sie hier tun, ist wirklich eine Beleidigung des Parlaments. Und das Gericht hat nämlich mit keinem Wort, jetzt hören Sie mal zu, Sie haben es ja nicht gelesen, deswegen sage ich es Ihnen, Herr Baumann, Sie können sich ruhig nach vorne umdrehen. Das wird schon erlaubt sein. Ja, echt? Also ich meine, was ist denn das? Jetzt aber wirklich, Sie können, jetzt, Sie nehmen überhaupt nicht teil an der Debatte, weil es überhaupt nicht interessiert. Sie brauchen auch keine Zwischenfragen stellen. So, also das Gericht, ich sage es Ihnen jetzt nochmal, das Gericht hat mit keinem Wort das Gesetz, den Gesetzentwurf, der hier vorliegt, kritisiert. Mit keinem Wort. Es hat mit keinem Wort gesagt, da ist das Eigentumsgrundrecht berührt oder irgendwie sowas, was hier vorgetragen wurde. Es hat gesagt, auf den Antrag des Abgeordneten Heilmann, der eine Kritik am Verfahren vorgetragen hat, es hat gesagt, es kann nicht ausgeschlossen werden, dass diese Kritik zutrifft, und hat dann eine Folgenabwägung getroffen. Und deswegen finde ich es auch interessant, was der Antrag der CDU-CSU so beinhaltet, weil der ja gar nicht auch wieder nicht zum Thema des Beschlusses geht, sondern er sagt, das ganze Gesetz muss neu gemacht werden. Dazu hat das Gericht gar nichts gesagt, gibt es gar keinen Anlass dazu. Und deswegen finde ich interessant, wie Sie jetzt hier auch aufgetreten sind. Und ich finde, ja, auf den Diskurs einlassen, das müssen wir. Wir müssen hier ringen. Ich finde, die Tonalität zu sagen, hier sollen Abgeordnete den Mund halten, wäre jetzt nicht der richtige Einstieg, um dahin. Nein, ich finde, dass wir hier nicht so miteinander umgehen sollen. Und ich finde es auch interessant, weil wir durften ja in der Süddeutschen heute lesen, dass bis zu dem Beschluss am Mittwoch aus der Unionsfraktion zu hören war, das sei eine Einzelaktion des Abgeordneten Heilmann gewesen. Und zweitens finde ich es ja auch ganz interessant, dass die erste Entscheidung, wo das Bundesverfassungsgericht gesagt hat, passt mal auf mit den Fristen, das war ja die Entscheidung zur Parteienfinanzierung, die die GroKo in der letzten Wahlperiode noch kurz vor Schluss durchgeprügelt hat und wo die Parteien noch sich bessere Finanzierung sichern wollten. Diese Entscheidung hat das Bundesverfassungsgericht gemacht. Das war eine Kritik an Ihrem Vorgehen. Also sollten wir an der Stelle ein bisschen abrüsten. Weitere Zwischenfrage? Es war eine Meldung von Herrn Heilmann. Ich habe jetzt versucht, diese Zwischenfrage zu unterdrücken, weil ich gesehen habe, er redet ja gleich noch selber. Aber wenn Sie die zulassen möchten, dann will ich das nicht aufhalten. Ja. Vielen Dank, Frau Präsidentin, und vor allen Dingen vielen Dank, Herr Dr. Steffen. Ich rede erst in einer halben Stunde, da ist der Punkt ja dann auch schon wieder vorbei. Erstens vorweg nur, weil ich, das war nicht der Grund meiner Zwischenfrage, Sie haben natürlich völlig recht, ich habe weder beantragt, dass über den Inhalt des Gesetzes etwas entschieden wird, ich hätte es auch gar nicht beantragen können im Organstreitverfahren, und dementsprechend hat das Verfassungsgericht dazu nichts gesagt, einfach um mal die Fakten offen zu legen. Aber wenn wir bei den Fakten sind, Sie haben gerade gesagt, ich hätte keine Unterstützung der Fraktionen gehabt. Das ist in mehreren Dimensionen unrichtig. Es ist rechtlich, und so ist die Mitteilung eines Mitarbeiters der Pressesprecher der CDU zu verstehen, dass ich diesen Antrag alleine gestellt habe. Und wir kennen uns ja schon ein bisschen länger, weil wir davor eine vergleichbare Funktion hatten. Sie wissen ganz genau, dass ich sehr lange und auch schon in der letzten Legislaturperiode gerade die Verfahren hier im Deutschen Bundestag auch öffentlich angegriffen habe. Das gehört auch dazu. Und deswegen habe ich in meiner AG
dann mit sehr intensiven Gesprächen mit meinem ersten parlamentarischen Geschäftsführer und dann mit unserem Fraktionsvorsitzenden das ausgetauscht. Die waren lange informiert und insbesondere, und das wissen hier alle Fraktionen, hat die CDU-CSU-Fraktion auf 10 Seiten sehr ausführlich begründet, warum mein Antrag in der Sache richtig ist. Deswegen ist die Erzählung, die Sie ja auch allen Journalisten immer erzählen, das sei ein Alleingang von mir, schlicht unrichtig. Und ich würde Sie bitten und auch fragen, ob Sie das zukünftig korrekt darstellen. Vielen Dank für diese Aufklärung. Und wenn Sie mir das so berichten, dann werde ich dem nicht widersprechen. Und in der Sache haben Sie auch wenn Sie das so berichten, wunderbar. Und in der Sache haben Sie auch einen wichtigen Punkt angesprochen. Und ich danke Ihnen auch ausdrücklich, dass Sie das gestern so benannt haben, dass es eine Kritik an Verfahren ist, die Sie in dieser Wahlperiode wahrgenommen haben und die Sie in der letzten Wahlperiode auch wahrgenommen haben. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt, über den wir sprechen müssen. Weil wir haben ja, Herr Merz hat es zitiert, wir haben ja als Ampel gesagt, wir müssen besser werden, weil wir eine Kritik an der GroKo, an der Arbeit der letzten Wahlperiode wahrgenommen haben und gesagt haben, da müssen wir besser werden. Wir wollen rauskommen daraus, dass im Schweinsgalopp Gesetze hier durchgepeitscht werden. Wir wollen dazu kommen, dass wir Gesetze im Regelfall in 3 Sitzungswochen beraten. Erste Sitzungswoche, erste Lesung, zweite Sitzungswoche dann die Anhörung, dritte Sitzungswoche Auswertung und der Abschluss hier im Plenum. Das ist das Ziel, was wir uns gesetzt haben, weil wir gesehen haben, das ist ungut für das Parlament, wenn man das verkürzt. So, und ich sage ausdrücklich, in vielen Fällen haben wir das auch geschafft, dass wir so verfahren, aber eben in vielen Fällen auch nicht. Und das ist in der Tat natürlich etwas, worüber wir uns sehr gründlich Gedanken machen müssen, worüber wir auch reden müssen im Parlament, warum das so ist und was wir daran ändern müssen, was wir daran ändern können. Und es gibt ja Gründe, warum Gesetze manchmal schneller gehen müssen. Wir hatten das in diesem Jahr mit der Frage der Energieversorgung. Da mussten wir schnell agieren, weil wir ansonsten kalte Wohnungen gehabt hätten, wenn wir nicht schnell umgestellt hätten nach dem russischen Angriffskrieg. Es gab solche Situationen in der letzten Wahlperiode im Kontext der Pandemie, wo die Frage gestellt wurde, geht das überhaupt, Pandemiebekämpfung unter Beteiligung des Parlaments? Da musste das Parlament sich beteiligen, weil wir wollten das. Und die grüne Bundestagsfraktion hat aus der Opposition auch diese schnellen Verfahren akzeptiert, unterstützt und konstruktiv in der Sache mitgewirkt. Das ist manchmal notwendig. Aber wir müssen natürlich aufpassen, dass wir es auf diese Fälle beschränken. Und was ehrlich gesagt auch nicht funktionieren kann, ist eine Konfliktbewältigung, die im Kabinett nicht in ausreichender Weise erfolgt ist. Wir haben Gesetze, die wir hier im Deutschen Bundestag von Grund auf entwickeln. Wir hatten das bei den Gruppenverfahren, wo wir über ein Jahr beraten haben. Wir hatten das bei der Wahlrechtsreform, wo wir eine Kommission eingesetzt haben, die ein Jahr lang beraten hat, alle Argumente hin und her gewegt hat und am Ende haben wir abgeschlossen. Aber der Regelfall, wenn wir in diesen 3 Wochen durchkommen wollen, wenn wir in diesen 3 Sitzungswochen durchkommen wollen, setzt das natürlich voraus, dass ein Gesetzentwurf der Bundesregierung vorliegt, der tatsächlich auch politisch vollständig getragen wird. Und wenn dann schon beim Kabinettsbeschluss gesagt wird, ich habe hier eine Protokollerklärung, ich glaube, das muss vielleicht noch mal geändert werden, dann ist es ein Konfliktprogramm, was uns in dieser üblichen Zeit vor Schwierigkeiten führt und zu solchen Friktionen auch führen kann. Und deswegen glaube ich, das ist der wichtige Punkt. Wir müssen als Parlament selbstbewusst sein. Wir müssen als Parlament selbstbewusst sein gegenüber der Regierung und in solchen Fragen sicherstellen, dass wir ausreichende Beratungszeit haben. Und wir müssen aber auch selbstbewusst sein gegenüber dem Bundesverfassungsgericht als Parlament. Es kann nicht unser Interesse sein, dass uns das Bundesverfassungsgericht im Einzelnen Fristen vorgibt, an welcher Stelle wir jetzt wie lange zu beraten haben, wer was wie lange lesen muss. Was wir erreichen müssen, ist tatsächlich, dass wir in eigener Verantwortung das hinkriegen, dass wir in eigener Verantwortung hinkriegen, solche Fristen einzuhalten. Und deswegen müssen wir das Hauptsacheverfahren gründlich miteinander betreiben. Das Auswerten, Herr Fechner hat es gesagt. Was wir aber jetzt erreicht haben, ist, wir haben ein Gesetz vorliegen, das im September beschlossen werden kann. Wir haben ausreichend Zeit für den Abgeordneten Heilmann, dass er sich dieses Gesetz auch anschauen kann. Ich bin gespannt auf die Bilder aus der Europarundreise, die schönsten Wärmepumpen in allen möglichen Staaten. Kollege, Sie können jetzt überall angucken, dass es tatsächlich funktioniert. Ich freue mich drauf. Vielen Dank, Herr Kollege Steffen. Ich unterbreche kurz die Aussprache, komme zurück zu Zusatzpunkt 10 und gebe Ihnen das Ergebnis der namentlichen Schlussabstimmung über den Gesetzentwurf der Bundesregierung
zum Entwurf eines Gesetzes zur Änderung des LNG-Beschleunigungsgesetzes und des Energiewirtschaftsgesetzes, Drucksachen 20-7279 und 20-7365 und 20-7622 bekannt. Abgegebene Stimmkarten 675. Mit Ja haben gestimmt 370, mit Nein haben gestimmt 301, Enthaltungen 4. Damit ist der Gesetzentwurf angenommen. Dann kommen wir zurück zur Aussprache. Zusatzpunkt 19. Als nächster Redner hat das Wort der Kollege Dr. Dietmar Bartsch, Fraktion Die Linke. Ja, Herr Präsident, meine Damen und Herren, ich will zunächst eine Bemerkung Richtung Union machen. Ich finde ja vieles, was Sie heute vorgelegt haben, sehr vernünftig. Aber es ist offensichtlich so, dass man in der Opposition so unendlich schnell lernen kann. Denn ich erinnere mich noch sehr gut, in der letzten Legislaturperiode gab es ja ähnliche Verfahren vom Bundesverfassungsgericht, wo Sie gemeinsam mit der SPD das verteidigt haben. Und ich finde, diese Schlussfolgerungen sind richtig, aber es ist eben wirklich auch etwas arrogant zu sagen, naja, jetzt ist das so schlimm. Nein, es ist seit vielen Jahren höchst problematisch und erst wird Zeit, dass wir es verändern. Und im Übrigen, um das auch klar zu sagen, ich finde, ja, Zwischenrufe kenne ich und die sind teilweise sehr unqualifiziert. Und trotzdem geht der Satz, halten Sie den Mund nicht. Jeder kann hier erzählen, was er will. Wir sind im deutschen Parlament, lieber Herr Merz, das ist so. Trotzdem muss man eins sagen, was wir in der letzten Woche gesehen haben, war unsere Demokratie unwürdig, meine Damen und Herren. Die Nonchalance, mit der hier umgegangen worden ist, auch von Regierungsmitgliedern, die geht eben nicht. Wir brauchen viel, viel mehr Nachdenklichkeit, auch im Ergebnis des jetzigen Verfahrens. Und wenn hier eben gesagt worden ist, ja völlig richtig, dass wir Verbesserungen wollten als Ampel. Die Realität ist eben eine andere. 3 von 4 Gesetzen mit Fristverkürzung, das kann doch nicht mehr normal sein. Und ich sage das mal für eine kleinere Fraktion, für die ist das dann so ziemlich unmöglich, all das wirklich zu durchdringen. Also da müssen Sie Veränderungen endlich selber in der Ampel durchsetzen. Und richtig ist auch, dass wir über die Geschäftsordnung reden, da sind wir in jeder Hinsicht offen. Denn es bleibt doch dabei, wir Abgeordneten sind keine Komparsen. Die Bundesregierung hält sich nicht die Abgeordneten. Es wäre übrigens ganz gut, wenn wenigstens ein Minister bei dieser Debatte dabei wäre. Dass niemand dabei ist, das ist auch eine Missachtung des Parlaments, meine Damen und Herren. Und ich sage mal ganz klar, ich appelliere insbesondere an die Abgeordneten der Ampel, bitte Selbstbewusstsein entwickeln gegenüber der Regierung. Das muss deutlicher werden. Wir sind das Parlament. Wir entscheiden und nicht die Bundesregierung, meine Damen und Herren. Ich will ganz klar sagen, diese ganzen Verfahren haben doch zu einem geführt, dass es unendlich viel Angst in der Bevölkerung gibt, dass Vertrauen zerstört worden ist, dass es eine Verunsicherung gibt. Das können wir doch alle nicht leugnen. Und das trifft dann nicht nur die Regierung, das trifft uns alle. Und da müssen wir doch mindestens nachdenklich werden. Und deswegen auch ganz klar, dass jetzt, da sagt der Wirtschaftsminister, naja, ist doch kein Beinbruch. Donnerwetter, ich habe 2 Tage vorher noch gehört, wird durchgesetzt, muss durchgesetzt werden, sagt der Bundeskanzler, sagt der Generalsekretär der SPD. Und jetzt ist kein Beinbruch, naja, können wir auch im September machen. Meine Damen und Herren, so geht das nicht. Wenigstens nach dem Urteil des Verfassungsgerichts müssen Sie Schlussfolgerungen ziehen, auch in Ihrer Kommunikation. Das ist das Mindeste. Eine Bemerkung noch zum Gebäudeenergiegesetz als solches. Also ehrlich gesagt, was Sie da zelebriert haben, mit dem ersten Entwurf, der dann zu lesen war in einer großen Zeitung, der völlig inakzeptabel war, Sie haben viel verändert, Streit ohne Ende und man muss auch sagen, Dilettantismus in der ersten Runde. Ich meine, die Idee, dass die kommunale Wärmeplanung irgendetwas damit zu tun haben könnte, auf die hätte man kommen können. Auf die hätte man wirklich kommen können. Und dann wird die Brechstange angesetzt. Und das ist doch das Problem. Und wir wissen heute nicht, eben höre ich die Folgen für die Mieterinnen und Mieter, die werden nicht da sein. Na Donnerwetter, ich wusste das gar nicht. Das ist ja schön, das hier mal zu hören. Aber wenn Sie jetzt sagen, so wie das Gesetz ist, wird es verabschiedet. Ehrlich gesagt, das ist wieder eine Missachtung des Verfassungsgerichts. Es kann doch sein, dass aus der Opposition, sogar von uns, aus der Union, Vorschläge kommen, die sinnvoll sind. Sie haben doch selbst viel Kompetenz. Matthias Mirsch hat vielleicht noch eine Idee, wie es besser wird. Und das wäre doch nicht schlecht. Das ist doch nicht schlecht. Nicht das, friss oder stirb, das ist das falsche Herangehen. Und wenn Sie hier immer noch das, was sozialer Ausgleich sein soll, ja, auch das weiß ich bis heute nicht. Das müssen wir mindestens wissen. Darüber muss gestritten werden. Ordentliche Verfahren im Ausschuss und ordentliche Verfahren hier. Das versuchen Sie wieder zu missachten und das geht nicht. Nehmen Sie das Verfassungsgericht ernst und gehen Sie darüber hinaus in Ihrer Nachdenklichkeit. Dankeschön. Vielen Dank, Herr Kollege Bartsch. Als nächster Redner hält das Wort der Kollege Konstantin Kuhle, FDP-Fraktion.
Herr Präsident, meine Damen und Herren, wer sich als Abgeordneter momentan auf Reisen durch dieses Land befindet, der wird Zeuge einer großen Verunsicherung. Einer Verunsicherung bis tief in die Mitte der Gesellschaft. Und diese Verunsicherung hängt zusammen mit der Anzahl und mit der Dichte an Krisen, mit denen unser Land zu tun hat. Dazu gehört insbesondere die Corona-Pandemie, dazu gehört der russische Angriffskrieg gegen die Ukraine, dazu gehört vieles mehr. Und diese Bewegungen, diese Krisen haben dazu geführt, dass die Mitte der Gesellschaft verunsichert ist und dass der gesellschaftliche Zusammenhalt zu kippen droht. Und natürlich versuchen in dieser Zeit die Feinde der offenen Gesellschaft und die Feinde der liberalen Demokratie, sich diese Verunsicherung zunutze zu machen. Das dürfen wir nicht zulassen. Und deswegen müssen wir selbstkritisch feststellen, dass die Verfahren, die hier mitunter durchgeführt worden sind, nicht gegen die Verunsicherung etwas beigetragen haben, sondern sogar zu dieser Verunsicherung noch beigetragen haben, liebe Kolleginnen und Kollegen. Und weil das so ist, bin ich auch dankbar und glaube, dass es richtig ist, dass wir die Änderungen des Gebäudeenergiegesetzes nicht in einer Sondersitzung in der Sommerpause durchführen, sondern dass wir das mit Bedacht in der ersten Sitzungswoche nach der sitzungsfreien Zeit tun. Damit können wir einen Beitrag dazu leisten, dass mit Bedacht und in Ruhe über die Änderungsanträge zum Gebäudeenergiegesetz beraten werden kann und das Gesetz dann in dieser Form beschlossen werden kann. Liebe Kolleginnen und Kollegen, was mich aber nachdenklich macht, ist die Rede von Friedrich Merz. Denn ich hätte mir von einer Fraktion, die während der Corona-Pandemie die Parlamentsrechte bis zur Unkenntlichkeit geschliffen hat, doch auch ein bisschen mehr Selbstkritik an dieser Stelle gewünscht. Und dann haben Sie, lieber Kollege Merz, hier ernsthaft gesagt, dass diese Bundesregierung und diese Parlamentsmehrheit es nicht mit einer externen Krise zu tun hätte. Ich weiß nicht, ob die ökonomischen Auswirkungen des Krieges gegen die Ukraine bei Ihnen persönlich angekommen sind. Aber es gibt sehr viele Menschen in Deutschland, die machen sich große Sorgen um die Zukunft dieser Volkswirtschaft. Die machen sich Sorgen um die Lebenshaltungskosten, die machen sich Sorgen um die Inflation, die machen sich Sorgen darum, ob es in Zukunft in diesem Land überhaupt noch eine Industrie gibt, die machen sich Sorgen, weil wir die größte Migrationskrise in Europa seit dem Zweiten Weltkrieg haben. Und angesichts dieser Krisen davon zu sprechen, dass diese Parlamentsmehrheit keine externe Krise zu bewältigen hätte, ist wirklich ein starkes Stück. Und das mögen die Wählerinnen und Wähler bitte bewerten, dass das mit der Wahrnehmung der Realität zu tun hat. Liebe Kolleginnen und Kollegen, wir sind dafür verantwortlich, alle miteinander diese Krisen in unserem Land vernünftig zu bearbeiten und zu bewältigen. Die Verunsicherung in der Mitte der Gesellschaft hat aber auch etwas damit zu tun, dass viele Menschen das Gefühl haben, dass die Politik eigentlich nichts anderes mehr macht als Krisenbewältigung. Das war ja auch die übliche Vorgehensweise früherer Bundesregierung. Und dabei ist ein hohes Maß an Zukunftsherausforderungen unter den Tisch gefallen. Die Alterung der Gesellschaft, die Digitalisierung, die Frage der Bewältigung des Klimawandels. Und weil die Bewältigung des Klimawandels für diese Bundesregierung und für diese Parlamentsmehrheit auch ein dringliches Anliegen und ein wichtiges Anliegen und eine wichtige Zukunftsherausforderung ist, ist es wichtig und richtig, dieses Gebäudeenergiegesetz zügig zu beschließen. Und liebe Kolleginnen und Kollegen, es hat auch etwas mit unserer eigenen Verantwortung zu tun, ob wir unsere Aufgabe bloß darin sehen, auf externe Krisen zu reagieren, oder ob wir selber auch gestalten wollen. Und wer bei einer Bundestagswahl antritt, wer die Verantwortung übernimmt für die Regierung in diesem Land, der darf sich nicht nur mit den Krisen beschäftigen, sondern der muss sich auch mit wichtigen Zukunftsherausforderungen beschäftigen. Das wird diese Parlamentsmehrheit tun, und ich kann uns allen sehr raten, in der Sommerpause ein bisschen Zeit in Gesprächen mit den Bürgerinnen und Bürgern zu verbringen, um mal ein bisschen herauszufinden, wie die Art und Weise, wie wir so arbeiten und wie wir hier so wirken, eigentlich bei den Menschen da draußen ankommt. Herzlichen Dank. Vielen Dank, Herr Kollege Rühle. Als nächster Redner hat das Wort der Kollege Alexander Dobrindt, CDU-CSU-Fraktion. Sehr geehrter Herr Präsident, verehrte Kolleginnen und Kollegen, Herr Fechner, in der Tat ist es so, dass das Verfassungsgericht nicht über den Inhalt des Heizgesetzes ein Urteil gefällt hat.
aber es hat ein Urteil gefällt über den Politikstil der Ampel. Es hat ein Urteil gefällt über die Arroganz der Ampel. Darüber hat es ein Urteil gefällt. So, und dieses Urteil ist natürlich auch eine Aufforderung, inhaltlich wieder zu beraten. Ja, es hat, das Verfassungsgericht hat reingeschrieben, es braucht Beratungszeit an dieser Stelle. Aber wenn es eine Beratung gibt, dann muss es doch auch ein Ergebnis einer Beratung geben. Aber wenn die Ampel jetzt zum September schon genau dieses Gesetz im Parlament unverändert wieder aufsetzt, dann ist es keine Beratung mit einem Ergebnis, sondern Missachtung des Verfassungsgerichtsurteils. Genau das ist an dieser Stelle. Herr Kollege Dürmann, erlauben Sie eine Zwischenfrage des Kollegen Steffen? Ja, gerne. Sie haben aber, glaube ich, gerade geredet, Herr Kollege. Aber es verlängert Ihre Redezeit, Herr Kollege Dürmann. Nein, er hatte wahrscheinlich eine neue Erkenntnis. Sie haben ja jetzt hier mehrfach gesagt, das Verfassungsgericht habe ein Urteil gefällt. Und ich will jetzt nicht kleinteilig sagen, indem ich Ihnen sage, es war kein Urteil, sondern ein Beschluss. Aber vielleicht liegt genau darin, ja doch, doch, ja, das ist nämlich der Witz an der Geschichte. Das ist nämlich der Witz an der Geschichte. Und vielleicht haben Sie das nicht mitgekriegt, was der Unterschied ist in der Sache. Weil nämlich in diesem Eilverfahren, anders als Sie behauptet haben, das Bundesverfassungsgericht ja gar nicht gesagt hat, es war zu wenig Beratungszeit. Das hat es nicht gesagt. Es war nämlich ein Eilverfahren. Und in diesem Eilverfahren hat es lediglich gesagt, der Abgeordnete Heilmann trägt vor, es sei zu wenig Beratungszeit. Und ob das so ist, kann das Bundesverfassungsgericht gar nicht feststellen. Und deswegen hat es eine Folgenabwägung vorgenommen und gesagt, was ist jetzt schlimmer, dass möglicherweise die Beratungszeit zu kurz ist oder dass etwas später dieses Gesetz beschlossen wird. Nichts anderes steht in diesem Beschluss. Darauf möchte ich Sie hinweisen, damit Ihre weiteren Ausführungen auf einer zutreffenden Tatsachengrundlage basieren. Sehr geehrter Herr Kollege Steffen, Sie haben vorhin gesagt, man hätte jetzt die Chance, sich das Gesetz anzuschauen. Es geht nicht um Anschauen, es geht um Beraten. Und ich kann ihn mal zitieren aus dem Beschluss des Verfassungsgerichts. Wörtlich, den Abgeordneten steht nicht nur das Recht zu, im Deutschen Bundestag abzustimmen, sondern auch das Recht zu beraten. Und das missachten Sie hier an dieser Stelle. Und dabei geht es gar nicht nur um die Rechte eines einzelnen Abgeordneten. Ich weiß nicht, warum Sie dieses Missverständnis jetzt auch wieder vorgetragen haben. Es geht um die Rechte eines jeden Abgeordneten in diesem Parlament und nicht nur um Herrn Heilmann, Oppositionskollegen und natürlich auch Kollegen der Ampel, die das Recht haben, darüber jetzt zu beraten. Und ich sage Ihnen, nicht nur wir haben einen Anspruch auch auf die Beratung. Auch die Öffentlichkeit hat einen Anspruch auf Beratung. Wenn Sie die Beratung hier verengen und nicht zulassen, schließen Sie die Öffentlichkeit aus der Beratung. Und das ist ein schwerer Fehler. Sie reden hier ja auch ständig darüber, dass es Protest gibt in der Bevölkerung. Ja, explizit zu diesem Heizgesetz. Es gibt Misstrauen, es gibt Unverständnis. Ja, dafür tragen Sie an dieser Stelle auch die Verantwortung, weil Sie die Beratung nicht ordentlich zulassen. Und ich habe mal ein paar Zitate für Sie rausgesucht. Wörtlich. Gründlichkeit geht vor Schnelligkeit. Es war falsch, den Grünen hier auf den Leim zu gehen. Frank Schäffler, FDP, herzlichen Glückwunsch zu dieser Erkenntnis. Nächstes Zitat. Verdiente Quittung für die Grünen, die in dieses Verfahren einen unerklärlichen Druck hineingebracht haben. Der Abgeordnete Wolfgang Kubicki, herzlichen Glückwunsch zu dieser Erkenntnis. Aber was folgt denn jetzt daraus, Herr Kollege Kuhle von der FDP? Was folgt jetzt aus dieser Erkenntnis? Sie haben jetzt auch deutlich gemacht, es wird im September der gleiche Entwurf beraten, wie er heute hätte beraten werden sollen. Ihre FDP hat gestern zugestimmt, Ihre Fraktion hat zugestimmt, dass es keine Beratung gibt, sondern dass dieser Gesetzentwurf ohne neue Beratung im September so auf den Tagesordnungspunkt kommt. Das ist doch ein schwerer Fehler an der Stelle. Und das beschreibt den Umgang
der hier herrscht gegenüber dem Parlament und gegenüber der Öffentlichkeit. Und dass das jetzt in dieser Sitzungswoche, in der letzten Sitzungswoche des Parlaments vor der Sommerpause gleich mehrfach stattfindet, diese Missachtung, die wir schon bei der Regierungsbefragung erkannt haben, keine einzige Antwort auf die Fragen von unseren Abgeordneten durch den Bundeskanzler. Das war keine Regierungsbefragung, das war Regierungsverweigerung, was wir an dieser Stelle festgestellt haben. Und ich sage Ihnen, die Kollegin Julia Glöckner, die hat in ihrer Fragestellung den Bundeskanzler schlichtweg danach gefragt, was er gedenkt zu tun gegen steigende Arbeitslosigkeit, steigende Inflation, steigende Sozialausgaben. Und was war die Antwort der Bundeskanzlerin? Der Kanzler hat gesagt, er hätte jetzt keine Zeit, diese Liste der nicht richtigen Behauptungen zu widerlegen. Das ist keine Antwort, das ist Realitätsverweigerung, was hier stattfindet in diesem Parlament. Herr Kollege Dürrmann, erlauben Sie eine Zwischenfrage der Abgeordneten von Storch? Nein. Und das ist symptomatisch. Das ist symptomatisch für die Arbeit, wie wir sie in den vergangenen Monaten mit Ihnen erleben. Und das ist nicht unsere einsame Wahrnehmung, die wir da haben. Ich habe noch ein paar Zitate für Sie. Eine überfällige Klatsche für die Ampel, die Süddeutsche Zeitung. Eine Ohrfeige, um die die Ampel geradezu gebettelt hat, der Tagesspiegel. Die Koalition muss ihre überheblichen Habitus ablegen, der Stern. Ich kann so beliebig weiter zitieren. Das ist eine Klatsche für die Ampelkoalition, die sich mit ständigen Fristverkürzungen und der Ablehnung des Warburg-Untersuchungsausschusses über die Gepflogenheiten des Parlamentarismus hinwegsetzt. Redaktionsnetzwerk Deutschland. Meine Damen und Herren, wenn Sie nicht daraus endlich mal lernen, dass die Wahrnehmung in der Öffentlichkeit inzwischen die ist, dass Sie die Rechte des Parlaments und der Öffentlichkeit vollkommen missachten, dann werden Sie weiter Verantwortung dafür tragen, dass der Protest in Deutschland entsteht und keine Befriedung in diesem Land eintritt. Vielen Dank, Herr Kollege Dobrindt. Frau Kollegin, ich kann eine Zwischenfrage nicht mehr zulassen nach Ablauf der Redezeit. Das ist das Problem. Die AfD-Fraktion hat um eine Kurzintervention für die Kollegin von Storch gebeten. Ich lasse die Kurzintervention zu. Frau von Storch, Sie haben das Wort. Ja, vielen Dank, Herr Präsident. Herr Dobrindt und auch Herr Merz, ich finde, Sie haben beide etwas sehr Wichtiges gesagt, dass nämlich hier die Rechte der Abgeordneten beschnitten werden, wenn hier Fragen nicht beantwortet werden vom Kanzler oder eben die Beratungsfristen abgekürzt werden, sodass wir unseren Rechten nicht nachkommen können. Sie haben das in extenso ausgearbeitet und wir stimmen Ihnen zu. Das ist alles richtig. Aber sich hier als Demokraten aufzuspielen an Ihrer Seite, während Sie gleichzeitig mit ebenso unsere demokratischen Rechte jedes Mal wieder beschneiden, indem Sie uns nicht einen Bundestagsvizepräsidenten zubilligen oder Positionen in Gremien zubilligen und dann genauso sich verhalten wie die anderen, finde ich, macht Ihre Angriffe einfach lächerlich, weil Sie auch die demokratischen Rechte von uns mit Füßen treten und das schon durch die gesamte Legislatur und auch in der letzten schon. Herr Kollege Dobrindt, Sie können antworten, aber ich will darauf hinweisen, es geht ums Gebäudeenergiegesetz, es geht nicht um die Frage, wie man miteinander umgeht. Aber bitte, Sie können gerne antworten, Herr Kollege Dobrindt. Sehr geehrte Kollegin, wissen Sie, was ich Ihnen an dieser Stelle antworte. Ich habe in meiner Schlussbemerkung darauf hingewiesen, dass wir in diesem Land Befriedung brauchen und den Protest nicht weiter schüren dürfen. Wenn ich dieser Rede von Frau Weidel zugehört habe hier im Parlament, dann kann ich nur feststellen, das, was Sie veranstalten, ist den Protest weiterschüren, die Unzufriedenheit weiterschüren und dieses Land weiter in eine Krise zu reiten. Das ist das, was Sie tun und nicht das Gegenteil, meine Damen und Herren. So, die nächste Rednerin ist die Kollegin Dr. Nina Scheer, SPD-Fraktion. Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich möchte noch mal eine Einordnung vornehmen, da dies leider teilweise komplett durcheinander geht, wann denn eigentlich was hier beraten wurde. Der
Natürlich haben wir alle Respekt, und das gehört sich auch so, vor einem Beschluss des Bundesverfassungsgerichts. Wie auch schon ausgeführt wurde, ist dieser Beschluss eine formelle Beschlussfassung und keine Äußerung zur Sache. Die Sachentscheidung folgt noch. Es ist jetzt eine formale Entscheidung, damit keine Rechtsverwirkung eintritt. Denn es wurde vom Bundesverfassungsgericht festgehalten, dass keine offenkundige Unzulässigkeit und keine offenkundige Unbegründetheit da liegt. Aber damit ist offen, ob es denn begründet und zulässig ist in der Sache. Insofern muss das auch noch geprüft werden. Was hier aber gerade stattfindet, ist eine Unterstellung, dass der Vortrag von dem Kollegen Heilmann in der Sache begründet sei. Das ist nicht der Fall. Das dürfen wir insofern auch nicht einfach unterstellen, da das Verfahren und auch den Inhalt des Verfahrens, auch die Befassung mit dem Gebäudeenergiegesetz, wie wir dies parlamentarisch vorgenommen haben, völlig in das falsche Licht drückt. Insofern im richtigen Licht gesehen, so wie es auch tatsächlich im parlamentarischen Verfahren stattgefunden hat, ist es wie folgt, dass die Einbringung des Gesetzentwurfs der Bundesregierung Mitte Juni erfolgte. Mitte Juni. In der Tat, das ist auch kein Geheimnis, deswegen möchte ich das durchaus noch mal erwähnen, hätten sowohl SPD-Bundestagsfraktion als auch Grüne-Fraktion eine frühere Einbringung gewünscht. In der Tat hatten wir darüber auch einen Dissens, den wir dann geheilt haben in der Koalition über den Zeitpunkt der Einbringung. Wir haben den geheilt und sind damit Mitte Juni in ein Verfahren eingetreten, was für sich genommen immer noch ausreichend Beratungszeit enthielt. Und diese Feststellung möchte ich hier noch mal treffen, dass diese Beratungszeit gegeben war. Denn wir haben eine Einbringung, wie gesagt, Mitte Juni gehabt. Wir hatten eine erste Anhörung schon am 21. Juni. Wir haben uns dann, weil es umfangreiche Änderungen geben sollte und weil es der Wunsch der Opposition war, wir wollten dem Wunsch nichts entgegensetzen. Deswegen haben wir uns auf Wunsch der Opposition auf eine zweite Anhörung verständigt. Wir haben es aber nicht verfahrenstechnisch für erforderlich gehalten, eine zweite Anhörung zu machen. Nein, das haben wir nicht. Und ich kann Ihnen auch das sachlich darlegen, warum es dieser zweiten Anhörung nicht bedurft hätte. Denn wir haben uns aufgrund der schon gerade erwähnten Verständigungsschwierigkeit, die wir zu Beginn hatten in der Koalition, auf eine Einbringung inklusive Verständigung auf Leitplanken geeinigt. Das war also die Einbringung des Gesetzentwurfs plus Leitplanken. Das heißt also, wir haben uns schon auf bestimmte Änderungen, die wir im parlamentarischen Verfahren vornehmen würden, schon vorweg geeinigt. Das wäre nicht notwendig gewesen für das parlamentarische Verfahren, aber wir haben es koalitionsintern schon getan. Und da wir das getan haben und das auch öffentlich war, diese Leitplanken öffentlich waren, diese Verständigung über die Änderungen schon öffentlich war. Deswegen haben auch die Sachverständigen die Möglichkeit gehabt, auch schon darauf Bezug zu nehmen. Insofern hatte auch schon Gegenstand der ersten Anhörung, war auch schon Gegenstand der ersten Anhörung eine intensive Befassung mit diesen Änderungen, die wir dann parlamentarisch vollzogen haben. Insofern hatten wir im Grunde genommen aus dieser Situation heraus, die wir uns alle jetzt so auch nicht ausgedacht hatten, aber sie hatte auch was Außergewöhnliches, aber aus der Situation heraus hatten wir sogar parlamentarisch betrachtet, und mir ist wichtig als Parlamentarierin, das mal zu betonen, parlamentarisch betrachtet hatten wir dadurch sogar einen Mehrwert, weil wir mit den Leitplanken schon vorweg den Sachverständigen sagen konnten, hier, das wird im Mittelpunkt unserer parlamentarischen Beratung stehen. Das war ein Mehrwert. Und das ist auch mal wichtig, das zu sagen, weil wir nämlich, das ist insofern wichtig zu betonen, weil wir nämlich mit diesen Veränderungen, die wir vorgenommen haben, im parlamentarischen Prozess sehr wohl ja weitreichende Veränderungen gemacht haben, weitreichend aber niemand anders. Und wenn hier schon wieder so komische Bemerkungen kommen, niemand anders als das Parlament, niemand anders als das Parlament hat das Recht, parlamentarisch, also Gesetzesänderungen vorzunehmen und letztendlich so zu beschließen. Das ist das Parlament. Und es gibt auch keine weitere Instanz und auch kein Verfassungsgericht, was uns die Tiefe der Änderungen vorschreiben könnte. Das ist die Hoheit des Parlaments. Und deswegen ist es auch noch mal wichtig festzuhalten, ganz unabhängig davon, wie umfangreich dieser Änderungsantrag ist, den wir am 30. Juni versendet haben und damit früher als manche andere Änderungsanträge
rumgehen. Ja, wir wollen das auch alle immer gerne möglichst früh. Das ist auch, aber das hat auch Herr Heilmann schon gesagt, das ist keine Besonderheit in dieser Koalition und in dieser Legislaturperiode. Das ist leider so, das ist sehr häufig, das war auch in den vorangegangenen Legislaturperioden so, dass manchmal Änderungsanträge sehr kurzfristig vor der Ausschusssitzung kommen. Das war in den anderen Legislaturperioden nicht anders. Aber ich will gar nicht in Abrede stellen, dass wir uns immer bemühen sollten, das möglichst früh zu machen, um auch die Beteiligung breit zu halten. Aber auch Herr Heilmann hatte ja zugestanden, dass das auch in anderen Legislaturperioden auch nicht anders war. Ja? Also insofern, die Änderungen, die wir am 30. Juni, den Änderungsantrag, den wir am 30. Juni vorgelegt haben, der hatte sehr umfangreiche Änderungen, aber es war trotzdem ein Änderungsantrag. Und Sie versuchen hier die ganze Zeit, den Anschein zu erwecken, und das ist auch in Richtung Bundesverfassungsgericht noch mal wichtig festzustellen, Sie versuchen die ganze Zeit den fälschlichen Anschein zu erwecken, als ob dieser Änderungsantrag, den wir am 30.06. herumgesendet haben, als ob das quasi ein neuer Gesetzentwurf gewesen sei, als ob wir den alten ersetzt hätten durch einen neuen. Das ist falsch. Es ist ein Änderungsantrag. Frau Kollegin, erlauben Sie eine Zwischenfrage aus der CDU-Fraktion? Ja. Herr Heimer, Sie reden ja noch, aber der Kollege hinter Ihnen, der darf jetzt mal fragen. Ja, ich habe jetzt ganz intensiv zugehört Ihren Ausführungen, und jetzt stellt sich mir die Frage, zum einen hat ja die Koalition selbst gesagt, es handelt sich jetzt um ein neues Gesetz, nachdem die Leitplanken vorlagen, das ist der erste Punkt. Und der zweite Punkt, man könnte jetzt meinen, Sie haben alles richtig gemacht in dem Gesetzgebungsverfahren. Also meine Frage, haben Sie jetzt wirklich alles richtig gemacht bei diesem Gesetzgebungsverfahren, auch an Betracht des Beschlusses des Bundesverfassungsgerichts? Herr Lenz, ich weiß nicht, warum Sie sich als Parlamentarier selbst so klein machen. Was heißt hier richtig falsch gemacht? Nein, was heißt hier so richtig und falsch gemacht? Es ist wichtig, dass wir Verfahrensregeln einhalten, und es ist wichtig, dass wir die Rechte der einzelnen Abgeordneten natürlich wahren. Das ist eine Frage der Selbstverpflichtung als Verfassungsorgan, das wir ja als Gesetzgeber auch sind. Natürlich müssen wir auch die Rechte der Abgeordneten wahren, aber es steht, das habe ich ja gerade erläutern wollen, dass die Verfahren, die wir gewählt haben, das Verfahren, das wir gewählt haben, eben kein Eingriff darstellt, nach unserer Überzeugung, weil es eben kein neues Gesetz war, was wir vorgelegt haben, sondern ein Änderungsantrag. Ein sehr umfangreicher, aber es steht alleine dem Parlament frei. Ich wiederhole noch mal, es steht alleine dem Parlament frei, darüber zu entscheiden, was in einem Änderungsantrag steht. Und ich glaube auch nicht, dass es in Ihrem Interesse oder im Interesse von Herrn Heilmann oder in der Diktion seines Antrags wäre, zu unterstellen, dass die Tiefe eines Änderungsantrages von einer dritten Instanz, nämlich einem Gericht, zu entscheiden wäre, weil dann hätten wir den Bruch der Gewaltenteilung. Es kann doch nicht darauf hinausgehen, dass ein Gericht darüber entscheidet, der Änderungsantrag darf 5 Seiten umfassen, dann ist es doch ein Änderungsantrag, aber wenn er 10 Seiten umfasst, dann ist es ein neues Gesetz. Das kann es nicht sein in der Sache. Deswegen betone ich noch mal, dieser Änderungsantrag ist ein Änderungsantrag und es ist kein neuer Gesetzentwurf. Und wenn Sie Äußerungen aufschnappen, es ist ja auch in dem Schriftsatz von Herrn Heilmann, sind ja auch diverse Äußerungen, Zitate aus dem Parlament herausgegriffen. Dann sind die sehr verkürzt. Es gibt im parlamentarischen Raum auch politische Äußerungen, wie zum Beispiel der Verweis von der Kollegin Konrad auf die Formulierungshilfen, die aus den Ministerien kommen. Das war offenkundig als ein Verweis auf Formulierungshilfen verstanden worden. Also das war so intendiert, das konnte man eindeutig dem Zusammenhang entnehmen. Aber Sie haben daraus gemacht, dass angeblich die Bundesregierung Herr des Verfahrens der Änderungsanträge war. Das ist einfach falsch. Das ist falsch interpretiert. Und Sie wissen das auch als Parlamentarier, dass die Kollegin Konrad das so nicht gemeint hat. Insofern war das eigentlich alles noch eine erwartete Antwort auf Herrn Lenz. Meine Redezeit ist trotzdem weitergelaufen. Ich habe aber hier noch letztendlich eigentlich nur noch hinzuzufügen, dass wir intensive Änderungen vorgenommen haben im Sinne des Änderungsantrags zugunsten des Mieterschutzes, zugunsten einer vorangezogenen kommunalen Wärmeplanung. Das war uns immer wichtig als SPD-Fraktion. Wir haben die erweiterte erneuerbaren Energienoption mit hineingeholt und viele weitere wichtige Änderungen. In diesem Sinne ist es sachlich gesehen, Herr Präsident, Frau Kollegin, ich bin sachlich gesehen eine Startstunde des Parlaments. Satz, vielen Dank. Okay, vielen Dank. Nächster Redner ist der Kollege Marc Bernhard, AfD-Fraktion.
Herr Präsident, meine Damen und Herren! Dass das Bundesverfassungsgericht den Heizungshammer gestoppt hat, kann für Sie von der Ampel nicht wirklich eine Überraschung gewesen sein. Was Sie hier bei einem Gesetz veranstaltet haben, dass die Existenz und die Altersvorsorge von 80% der Menschen in unserem Land bedroht, zeugt von bürgerverachtender Arroganz und unbeschreiblicher Ignoranz. Und das alles nur, um dieses Gesetz um jeden Preis noch vor der Sommerpause durchzupeitschen. Und zwar nicht, weil es Ihnen um das Wohl der Menschen geht, sondern einzig und allein aus Angst vor den anstehenden Landtagswahlen in Hessen und Bayern. Mit Ihrem Gesetzentwurf versuchen Sie, die Menschen seit Tagen zu täuschen. Die Unsicherheit beim Heizungsgesetz sei angeblich weg. Der Hammer kommt ja erst, wenn die kommunale Wärmeplanung abgeschlossen ist. Alles wird angeblich gut. Die Wahrheit ist, jetzt übertragen Sie das Risiko direkt auf die Bürger. Ab nächstem Jahr kann man zwar wieder fast jede Heizung einbauen, aber nur bis die kommunale Wärmeplanung vorliegt. Beim Einbau wissen die Menschen also noch nicht, ob ihre Heizung später zur Wärmeplanung passen wird oder wieder raus muss. Aber es ist doch gerade die Aufgabe der Regierung, dafür zu sorgen, dass zuerst eine verlässliche Wärmeplanung vorliegt, auf die sich die Bürger verlassen können und auf deren Grundlage sie eigenverantwortlich und sicher eine Heizung einbauen können. Was Sie hier aber machen, ist das gesamte Risiko auf die Bürger zu verlagern, indem Sie sie zwingen, eine Heizung einzubauen, die wahrscheinlich dann wenige Jahre später wieder rausgerissen werden muss, weil die kommunale Wärmeplanung die ausgewählte Heizung eben dann doch nicht zulässt. Nur mit dem 100.000 Euro Wärmepumpensanierungsmonster können die Menschen einigermaßen sicher sein, dass sie ihre Heizung nicht wieder rausreißen müssen. Aber wer hat denn 100.000 Euro, um sich davon eine Heizung zu kaufen? Ihr Heizungshammer kostet laut Ihnen, also brauchen Sie gar nicht so laut schreien, Herr Lukas, FDP hat ausgerechnet, dass der 2.500 Milliarden Euro kostet, also 30.000 Euro pro Kopf der Bevölkerung. Nichts anderes als eine absolute soziale Katastrophe. Das lässt die Mieten weiter explodieren und ist die faktische Enteignung von Millionen von Menschen, die sich ihre eigenen vier Wände, ihre Altersvorsorge vom Mund abgespart haben. Diese Regierung schickt mit dem Heizungshammer Millionen Bürger in die Armut. Und das Heizungsgesetz muss nicht neu gestartet werden. Nein, Herr Merz, es muss sofort und endgültig gestoppt werden. Nächste Rednerin ist die Kollegin Dr. Julia Verlinden, Bündnis 90 Die Grünen. Bernhard, ich glaube, Sie sollten mal mit einem Handwerker oder einer Handwerkerin Frau sprechen. Kollegin, ich wäre Ihnen dankbar, wenn Sie mit einer Begrüßung des Präsidenten beginnen würden. Danke schön. Sehr geehrter Präsident, sehr geehrte Damen und Herren, meinem Vorredner wollte ich noch kurz zurufen, dass Sie doch mal einen Handwerker oder eine Handwerkerin fragen sollten, was eine Heizung kostet. Jedenfalls nicht die Summen, die Sie hier aufgerufen haben. Sehr schade, dass das hier so eine faktenbefreite Debatte von Ihnen war. Ich möchte einmal zurückblicken ins letzte Jahr. Da standen wir bei einem Wert von 85% der fossil betriebenen Heizung. Ja, das wird nicht besser, wenn Sie das jetzt weitererzählen. Ich werde jetzt auf meine Punkte eingehen. Genau. Also im letzten Jahr standen wir an einem Punkt, da waren 85% der Heizungen fossil betrieben worden. Und das war zu einem großen Problem geworden, wenn Sie sich richtig erinnern, wo wir vor ungefähr einem Jahr standen oder auch noch vor einem halben Jahr standen. Deutschland war nämlich extrem abhängig gemacht worden von fossilen Rohstoffimporten. Und deswegen haben sich viele Menschen
im letzten Herbst ernsthaft gefragt, ob im Winter die Wohnungen warm bleiben würden. Denn es gab große Sorgen davor, dass wir möglicherweise in eine Gasmangellage rutschen könnten, dass Gas knapp werden könnte, weil wir nicht wussten, ob wir die ausreichenden Mengen zur Verfügung hätten, weil, wie gesagt, die Vorgängerregierungen Deutschland massiv abhängig gemacht hatten, insbesondere von einem Exporteur. Und deswegen sind die Preise explodiert. Deswegen hatten wir eine Gaspreiskommission gegründet. Und diese und das Parlament hier hatte entschieden, dass 200 Milliarden Euro zur Verfügung gestellt werden müssen. 200 Milliarden Euro, um zu unterstützen, dass Menschen nicht im Kalten sitzen, dass alle sich weiterhin das Heizen leisten können, und zwar nicht nur private Bürgerinnen und Bürger, sondern eben auch die Unternehmen, die vom Gas und vom Öl abhängig waren. Diese 200 Milliarden Euro waren nicht aus der Portokasse. Diese 200 Milliarden Euro waren eine Notlösung, weil Deutschland in einer Situation war, die aufgrund der Entscheidungen der Vorgängerregierungen und selbstverständlich durch den brutalen Angriffskrieg von Putin auf die Ukraine verursacht worden waren. Und wir haben uns vorgenommen, statt künftig wieder in so einer Situation zu sein, lieber Geld zu investieren in zukunftsfähige Investitionen, in Heizungen, die uns absichern vor solchen Abhängigkeiten. Und deswegen war ein zweiter Punkt, dass uns wichtig war, dass wir ein Drittel der CO2-Emissionen von Deutschland, die innerhalb der spätestens nächsten 22 Jahre reduziert werden müssen und die angesichts der sehr langen Investitionszyklen für Heizungen extrem knapp sind. Also wenn wir bis zum Jahr 2045 klimaneutral sein wollen in Deutschland, dann bleibt nicht mehr allzu viel Zeit. Und vor allen Dingen macht es dann rein rechnerisch jetzt keinen Sinn mehr, noch fossile Heizung einzubauen. Man sieht also, es war ein erheblicher Handlungsbedarf. Und er war dringend, weil eben diese Situation dringend abgestellt werden musste und wir dafür sorgen wollten, dass wir zukunftsfest werden mit genau diesem Thema der Wärme. Die Union hätte in dieser Debatte, die wir spätestens seit Anfang des Jahres über das Heizungsgesetz führen, auch konstruktive Beiträge leisten können. Stattdessen waren sie sehr, sehr populistisch unterwegs. Sie haben die Menschen verunsichert mit ihren Beiträgen. Und ich unterstütze das völlig. Ich unterstütze das völlig, dass Abgeordnete Verantwortung haben, sich sorgfältig zu beraten und dass Abgeordnete auch die Verantwortung haben, sorgfältig Entscheidungen zu treffen. Da bin ich völlig bei Ihnen. Aber ich hatte in den letzten Monaten sehr, sehr oft das Gefühl, dass diejenigen von Ihnen schon lange eine Meinung hatten, bevor sie das Gesetz, den Gesetzentwurf überhaupt gelesen hatten. Und das kann nicht zu einem sinnvollen Verfahren beitragen. Die Idee übrigens, die Idee, dass Heizungen, die sowieso ausgetauscht werden müssen, die defekt sind, nicht mehr repariert werden können und die sowieso ausgetauscht werden müssen, dass die einen Mindestanteil von erneuerbaren Energien vorzuhalten haben, das ist übrigens eine Idee, die ist schon 15 Jahre alt. Diese Idee kommt nämlich aus Baden-Württemberg und muss zugegebenerweise, damals war das eine Idee von einer CDU-Ministerin. Diese Idee haben wir als Ampel weiterentwickelt. Diese Idee haben wir in einem Gesetz diskutiert. Und es war mitnichten eine Fristverkürzung in diesem parlamentarischen Verfahren. Nina Scheer ist ausführlich darauf eingegangen. Wir hatten 4 Wochen, in denen wir über dieses Gesetz beraten haben, hier im Parlament bisher. Davon waren es 3 Sitzungswochen. Und das ist bei sehr vielen anderen Gesetzen die Regel. Die Beschlussempfehlung des zuständigen Fachausschusses ist jetzt am vergangenen Mittwoch, also vorgestern, ergangen. Und genau das schafft auch Planungssicherheit und Verlässlichkeit, weil Menschen und Unternehmen wissen und sich darauf verlassen können, was wir im September hier im Bundestag beschließen werden. Wir folgen nämlich der Beschlussempfehlung des zuständigen Fachausschusses und machen damit klar, was alles auf die Menschen zukommt, was passieren wird ab dem 1. Januar und das auch insbesondere, was die bessere Förderung angeht, was wir im Mietrecht verbessern. Ich bin sicher, Bernhard Dahlrupp wird da noch im Detail darauf eingehen, was die Kommunikation
kommunale Wärmeplanung angeht und vor allen Dingen, wie wir es schaffen, die Klimaziele zu erreichen. Eine große Auswahl an Technologien wird zur Verfügung stehen. Die Wärmeplanung hilft den Menschen und den Unternehmen, kluge Entscheidungen zu treffen. Wir haben die Entscheidungszeit entsprechend angepasst. Und die Menschen bekommen eine sehr gute Beratung, um sich für eine Entscheidung zu entscheiden. Insofern danke ich all denjenigen, die jetzt auch schon den Sommer und die nächsten Monate nutzen, hier einen Beitrag für Klimaschutz und Versorgungssicherheit zu leisten. Herzlichen Dank. Nächster Redner ist der Kollege Dr. Lukas Köhler, FDP-Fraktion. Sehr geehrter Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Union, eigentlich freue ich mich über die Debatte, weil das, was Sie hier gerade gemacht haben, zeigt vor allen Dingen eine Sache. Sie haben nur noch Kritik in der Form. Und das finde ich gut. Es ist schön, dass Sie das Gesetz nicht mehr in der Sache kritisieren, dass Sie sich hier nicht hinstellen und sagen, das sind unsere Vorschläge, das sind die Punkte, sondern es geht Ihnen um Kritik in der Form. Und das ist auch das, was das Bundesverfassungsgericht in seiner Entscheidung festgestellt hat, dass die Änderungsanträge, die wir hier machen, die wir hier vorlegen, dieses Gesetz zu 180 Grad ändern und drehen. Und dass es eine Tragweite hat und eine Breite in der Änderung, die gut ist. Und das ist genau das, was wir in der ersten Lesung in der Debatte hier angekündigt haben. Dass wir als Parlament uns selbstbewusst hinsetzen und aus diesem Gesetz ein gutes Gesetz machen, das die Menschen, das die Bürgerinnen und Bürger in Deutschland nicht alleine lässt. Das dafür sorgt, dass wir Heizung und Heizungseinbau in Deutschland vernünftig organisieren. Dass vor allen Dingen der Staat als erstes sagen muss, wie es geht, über die kommunale Wärmeplanung. Und dass dann Bürgerinnen und Bürger sich daraufhin frei entscheiden können. Dass keine Heizungen rausgerissen werden müssen, wie hier fälschlich behauptet wird. Und dass wir nicht in das Eigentum der Menschen eingreifen. Das legt dieser Gesetzentwurf in dieser Form, wie wir ihn beschließen werden, vor. Und das ist das, was wir geändert haben. Das ist der Plan. Ein technologieoffenes Gesetz, das dafür sorgt, dass wir wirkliche Veränderungen in Deutschland schaffen, ohne Menschen zu überfordern. Das ist es, was ich eigentlich von Ihnen in der Debatte hören will, nämlich dass das und wie das bei Ihnen gehen soll. Das sind die Herausforderungen, vor denen wir stehen. Dass Herr Merz sich hier hinstellen und als einen der großen Kritikpunkte die Sitzordnung im Deutschen Bundestag anbringen, finde ich ein bisschen traurig. Wir haben in Deutschland eine riesen Debatte laufen darüber, wie die Zukunft dieses Landes geht. Wir haben eine riesen Debatte darüber, wie Fortschritt ausgestaltet werden soll. Darüber, dass das auch mal zu Streit kommt, dass da auch mal Debatten laufen, das ist völlig klar und völlig eindeutig. Aber die Sitzordnung des Deutschen Bundestages meiner Meinung nach trägt dazu nicht bei. Herr Kollege, erlauben Sie eine Zwischenfrage des Kollegen Marc Bernhard, AfD-Fraktion? Nein. Und Herr Dobrindt, dass Sie die zweite, dritte Lesung, die Beratung hier im Bundestag nicht als Debatte empfinden, zeigt viel über das Verständnis dieses Parlaments. Das, was wir hier tun, ist eine Debatte. Wir ringen hier um die Sache. Wir reden hier darüber, mit welchen Argumenten ein Gesetz besser gemacht wird. Das ist ein Parlament. Hier wird gestritten. Und Sie behaupten, dass es keine Beratung mehr zu dem Gesetz gibt. Natürlich, was machen wir denn hier? Wir diskutieren hier, den ganzen Tag reden wir darüber, wie dieses Land vorangebracht werden muss. Und ja, die Union ist konstruktiv. Das ist eine konstruktive Opposition, die hier dabei mitmischt, wie in den Debatten Dinge besser werden können. Das können nicht alle Oppositionen von sich behaupten, das stimmt. Sie sind das und sie machen hier mit. Aber dass wir hier beraten, ist genau der parlamentarische Weg, wie wir Gesetze abschließen. Ich bin da ein bisschen überrascht darüber, wie Sie damit umgehen. Und in der Sache ist dieses Gesetz auf einem wirklich guten Weg. Und ich bin mir sicher, dass in der zweiten und dritten Lesung wir dafür sorgen werden, dass dieses gute Gesetz dann auch durchgeht. Warum? Weil wir dafür sorgen, dass Holz auch im Neubau eine Erfüllungsoption ist. Weil wir dafür sorgen, dass Heizungen in Zukunft klimaneutral werden, auch Gasheizungen, wenn sie mit Wasserstoff oder Biomethan betrieben werden. Weil wir alle Optionen für die Menschen darlegen. Weil wir dafür sorgen, dass Deutschland vorankommt beim Klimaschutz und gleichzeitig die Bürgerinnen und Bürger sich ihren Heizungsausbau, Umbau selber wählen können. Das sind die Herausforderungen, vor die wir gestellt wurden, und das sind die Herausforderungen, die wir lösen. Das ist das, was Fortschritt bedeutet.
Das Ringen um die Sache, um dann eine gute Lösung vorzulegen. Und ich erwarte mir von der Union, dass sie sich in der Sache zu den Dingen äußert. Weil was ist denn Ihre Frage? Was ist denn Ihre Lösung? Was sind denn die Punkte und Probleme, die Sie hier vorlegen? Was ist denn Ihre Kritik an dem Gesetz in der Sache? Das hätte ich mir von Ihnen erwartet, dass es darum geht und nicht um Formdinge. Und ich hätte mich auch darüber gefreut, ehrlicherweise, wenn wir noch ein paar Sachen zur Form in Europa und dem, was da kommt, gehört hätten, was Ihre Kommissionspräsidentin da gerade vorlegt. Weil wir brauchen uns hier im Deutschen Bundestag nicht über ein Gebäudeenergiegesetz unterhalten, wenn wir in Europa auf einmal ab 2027 Gasheizung verbieten. Wir brauchen uns hier nicht über ein Gebäudeenergiegesetz unterhalten, wenn wir Sanierungspflichten noch in Löcher auf europäischer Ebene beschließen. Ich hätte mir von Ihnen erwartet, dass hier mal was dazu kommt. Ich hätte mir von Ihnen erwartet, dass Sie hier mal in der Sache auch darüber reden, wie Sie diesen Prozess zwischen Europa und Deutschland verbinden wollen. Das hätte ich mir von Ihnen erwartet, und da ist nichts gekommen. Und das ist doch das Problem. Die Bürgerinnen in Deutschland erwarten von uns Antworten. Und ja, und das muss man auch selbstkritisch sagen, wir haben Prozesse, die zum Teil oft schnell gehen. Und ja, ich finde auch, dass wir gemeinsam mit der Opposition, mit der konstruktiven Opposition, an den Dingen arbeiten müssen, das voranzubringen. Weil auch das bedeutet die Debatte um Fortschritt. Auch das Ringen um die richtige Sache. Und deswegen können wir besser werden. Und ich erwarte auch von uns selber, auch von uns als Ampelkoalition, auch von meiner Fraktion, auch von mir selber, dass wir besser in dieser Sache werden. Aber dass wir ein gutes Gesetz vorlegen, das haben wir an dieser Stelle getan. Und da bin ich sehr stolz drauf. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Kollege Köhler. Als nächster Redner hat das Wort der Kollege Thomas Heilmann, CDU-CSU-Fraktion. Herr Präsident, meine Damen und Herren, lieber Herr Kollege Köhler, ich wollte hier etwas Überparteiliches zum Schluss sagen, aber einen Satz muss ich Ihnen schon sagen, dass Sie allen Ernstes die verkorkste Reihenfolge Ihres Gesetzgebungsverfahrens gutheißen hier und sagen, wir hätten dazu keine abweichenden Äußerungen getan. Das ist schlicht nicht wahr. Sie sitzen nicht im Ausschuss für Klima und Energie, da habe ich das sehr ausführlich gesagt. Ich würde gerne etwas zum Schluss der Debatte oder fast zum Schluss der Debatte sagen, der mir sehr, sehr wichtig ist. Wir alle hier aus allen Fraktionen haben uns so geäußert, dass wir über die Verfahren unglücklich sind und absolut zugegeben unglücklich auch schon in der letzten Legislatur. Und wenn wir das alle so sehen, dann müssen wir frei gewählten Abgeordneten, doch etwas tun. Und ich finde nicht, dass wir auf Karlsruhe warten müssen. Alle haben ja irgendwie gedacht, wir warten ja mal die Hauptsacheentscheidung ab. Wollen wir wirklich, dass Karlsruhe uns Vorschriften macht, wie unsere Geschäftsordnung zu lauten hat und wie sie auszulegen ist? Ich glaube, wir brauchen gemeinsame Vorschriften. Und ich will Ihnen dazu noch etwas sagen, was mich in der Debatte im Tonfall oder in den Zwischentönen gestört hat. Es wurde mehrfach, insbesondere von Ihnen, Frau Scheer, gesagt, wir brauchen Flexibilität im Verfahren. Das ist natürlich nicht ganz unrichtig. Aber wir in diesem Parlament machen den Bürgerinnen und Bürgern, die hier auf der Tribüne sitzen und draußen, laufend Vorschriften, sehr viele Vorschriften und oft auch zu viele Vorschriften. Und wir sagen dann, wir wollen uns selber aber keine einengenden Vorschriften machen, weil wir die notwendige Flexibilität brauchen. Da wir, wenn wir selber Herr des Verfahrens sind, können wir für die notwendige Flexibilität sorgen und haben wir in der Corona-Krise und in der Krise um den schrecklichen Ukraine-Krieg auch dargestellt. Deswegen ist es aus meiner Sicht in der Tat klug, wenn wir jetzt alle in die Sommerpause gehen. Aber es wäre dann eben vor allen Dingen wichtig, dass wir uns selbst beschränken als Parlament in unserem Tempo. Wir brauchen ein Tempolimit auch für dieses Parlament, insbesondere für die Regelfälle, weil wir in dieser Art und Weise nicht weitermachen können. Und das haben mir so viele Abgeordnete auch der Ampelfraktion, auch der Linkspartei, nicht nur aus meiner Fraktion, gesagt, dass sie das doch eigentlich auch so sehen. Es haben alle Anzuhörenden gesagt in den letzten Anhörungen. Es haben alle Medien gesagt, wir müssen doch diesen Weckruf hören. Und wenn man einen Weckruf hört, dann muss man aufstehen und etwas tun und nicht liegen bleiben. Und deswegen kann ich nur daran appellieren, dass wir diese doch vorhandene Gemeinsamkeit nutzen
und uns jetzt engere, verbindlichere Vorschriften machen, wie die zeitlichen Abläufe bei uns sein können, und können nicht sagen, das gibt so viele Einzelfalldinge, das können wir nicht regeln. Natürlich muss es Ausnahmen geben, das muss es ja auch bei vielen anderen Vorschriften geben. Das werden wir doch hinkriegen, wenn wir das wirklich wollen. Und deswegen ist das mein abschließender Appell vor der Sommerpause. In jedem Problem liegt doch auch eine Chance. Und natürlich ist das jetzt ein Problem für die Ampel, aber es ist auch die Aufgabe der Opposition. Aber wenn es da eben ein Problem gibt, dann lassen Sie uns diese Chance nutzen und gemeinsam für strengere Regeln, Verfahrensregeln in diesem Parlament selber sorgen und nicht erst auf Karlsruhe warten. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Kollege Heilmann. Letzter Redner dieser Debatte ist der Kollege Bernhard Daldrup, SPD-Fraktion. Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, Herr Merz, ich wollte Sie gerade ansprechen, aber jetzt verlassen Sie leider den Saal, das ist schade. Sie möchten nämlich ganz gerne, dass wir über die politische Kultur in diesem Haus reden und über die Art und Weise, wie wir uns auseinandersetzen. Und ich finde das gut, dass Sie das appellieren. Und dann habe ich aber auch die Bitte daran, und darauf komme ich in meiner Rede noch zurück, dass Sie vor Siegesgeheul sozusagen im Außenbereich, in sozialen Medien, vor Verunsicherung und Verängstigung der Bevölkerung dem auch Einhalt gebieten, weil das gehört auch zur politischen Kultur, der man sich dann nicht entziehen kann. Wir reden ja heute nicht in erster Linie über das Gebäudeenergiegesetz, sondern wir reden über den Beschluss des Bundesverfassungsgerichtes. Aber ich will trotzdem ein bisschen etwas sagen zum Inhalt dieses Gebäudeenergiegesetzes. Und ich will Ihnen auch sagen, warum wir eigentlich dieses GEG zum jetzigen Zeitpunkt modernisieren. Glauben Sie etwa, wir hätten die Haltung, die Bürgerinnen und Bürger ärgern zu wollen? Nein, das tun wir nicht. Nein, wir haben eine politische Haltung. Wir haben eine politische Haltung, die sich fundamental von Ihrem Gegröle sozusagen unterscheidet. Wir haben nämlich uns verpflichtet, uns dem Klimaschutz zu stellen. Und das aus einer zutiefst moralischen Verantwortung heraus. Bewahrung der Schöpfung, Sicherung unserer Lebensgrundlagen, Verantwortung gegenüber nachfolgenden Generationen. Und wenn man sich solchen Zielen verpflichtet gegenüber, dann ist man zum Handeln verpflichtet und nicht zum Unterlassen. Herr Merz, zum Handeln. Und Herr Merz, wenn ich das sagen darf, wir kommen ja beide aus Nordrhein-Westfalen, deswegen kennen Sie ja diesen rheinischen Spruch, die lange Bank ist des Teufels liebstes Werkzeug. Und achten Sie darauf, dass Sie nicht darauf Platz nehmen. Achten Sie darauf. Wir werden für dieses Gesetz werben, für eine klimagerechte Wärmewende, während Herr Dobrindt Haltungsnoten verteilt. Haltungsnoten verteilt. Zum Beispiel in den Netzen. Arroganz, Ampel und respektloser Umgang mit dem Parlament. Mit einem für Sie übrigens ungünstigen Foto. Das twittern Sie. Und aus Ihren Reihen kommt der Verkehrsminister, für den wir gerade eine Schadensersatzzahlung in Höhe von 247 Millionen machen müssen, aufgrund von Ignoranz und Arroganz. Ignoranz ist nämlich die Schwester der Arroganz, damit Sie es nur wissen. Und weil ich ja sehe, dass Sie hier in der ersten Reihe sitzen, kann ich Ihnen nur sagen, an anderer Stelle wären Sie einer der Pharisäer, die als Erster aus dem Tempel gejagt würden. Da können Sie sich drauf verlassen. Ich sage Ihnen, bei dieser Debatte werden Ihnen perspektivisch die inhaltlich interessierten Menschen nicht folgen. Aber es werden Ihnen diejenigen folgen, deren Jubel Sie vermeintlich oder, Herr Merz, ich glaube es Ihnen, tatsächlich nicht wollen. So wie es auch Herr Heilmann nicht will. Aber er kann sich bei seinem Antrag an das Bundesverfassungsgericht ruhig dagegen verwahren, dass sich die AfD daran hängt. Aber er kann es nicht verhindern. Leider kann er es nicht verhindern. Geht ihm wie der Zauberlehrling, der die Geister, die er rief, nun nicht mehr los wird. Bedenken Sie das bei Ihren Diskussionen, wie Sie damit umgehen. Aber wir werden auch die Verfahrensfragen nicht verändern. Wir werden die nicht vernachlässigen. Meine Kollegin Nina Scheer hat darauf hingewiesen, dass das Gesetz im Grunde genommen seit dem April schon im parlamentarischen Verfahren gegeben hat, dass es immer wieder Anregungen zum Gesetzentwurf der Bundesregierung gegeben hat, dass es viele Veränderungen gegeben hat. Aber es gibt kein Eigentumsrecht auf die Wahrheit, und es ist nicht erst dann wahr, wenn es Ihre Akzeptanz findet. So ist das nicht.
Es hat zwei parlamentarische Anhörungen gegeben. Ich frage mal die Union, wann haben Sie jemals in einem Verfahren eine zweite parlamentarische Anhörung beantragt? Nie, haben Sie nicht gemacht. Nein, nein, haben Sie nicht gemacht. Das ist schlicht und ergreifend so. Und die Welt hat zu dieser zweiten Anhörung gesagt, zu den Stellungnahmen der Sachverständigen, es wäre eine überwiegend sehr positive Reaktion gewesen auf den neuen, auf den veränderten Entwurf. Ja, so war das. Herr Dobrindt beklagt die öffentliche Debatte. Meine Güte, dieses Gesetz ist doch so häufig in Permanenz in der Öffentlichkeit debattiert worden. Und es hat fundamentale Veränderungen gegeben, gerade im Verhältnis zur kommunalen Wärmeplanung als Voraussetzung. Als Voraussetzung. Jetzt kommen wir zu Ihren Änderungsvorschlägen in Ihrem Antrag. Das geht relativ schnell. Sie fordern nämlich einen Neustart beim Gebäudeenergiegesetz. Sie meinen aber eigentlich nur ein Weiter-so. Sie sprechen sich darin aus gegen eine Regulierung für einen Heizungsaustausch. Den haben wir aber schon im GEG drinstehen. Und das haben Sie mitbeschlossen. Das wollen Sie jetzt alles gar nicht mehr. Und dann kommen Sie mit der kommunalen Wärmeplanung, die doch bis zur Koalitionsvereinbarung dieser Ampelkoalition für Sie ein Fremdwort gewesen ist. Sie wussten doch gar nicht, was das ist. Ich würde gerne noch ein bisschen ausführlicher darauf eingehen, aber ich muss jetzt gucken. Und jetzt mal, oder Einbeziehung von Sachverständigen, Transparenz für die Öffentlichkeit. Es ist doch kein einziges Gesetz so oft in Nachrichten und in Öffentlichkeit gewesen wie dieses. Zwei Anhörungen, ich habe das gesagt. Und jetzt will ich etwas zum Beratungsverfahren sagen. Und jetzt ist wichtig, Herr Merz, dass Sie auch zuhören, weil ich etwas sage jetzt, was auch nicht für uns auch nicht charmant ist. Aber ich will es Ihnen sagen an dieser Stelle, weil Sie ja in Ihrer Rede von der Einmaligkeit gesprochen haben, der Vorgänge, die hier passieren. Deswegen will ich Ihnen mal nichts aus der Pandemiezeit nehmen. Das war eine besondere Situation, zugegebenermaßen. Ich nenne Ihnen vergleichbar die Beratungen zum EEG vom 8. Juli 2016. Das ist eine ähnlich wichtige Angelegenheit gewesen. Dort beklagte die von mir sehr geschätzte Kollegin Britta Hasselmann das Verfahren und verwies auf, festhalten, 412 Seiten Änderungen, die in einer Synopse den Mitgliedern des Ausschusses um 9.41 Uhr vorgelegt worden sind, während die Sitzung um 10 Uhr begann. Wir haben das bedauert. Wir haben das bedauert. Und der parlamentarische Geschäftsführer der Unionsfraktion, Michael Große-Brömer, hat etwas gesagt, was ich bemerkenswert finde. Zitat: Wir müssen den Bürgerinnen und Bürgern und den Unternehmen in Deutschland Rechtssicherheit geben, damit sie wissen, ob sie noch investieren sollen und wie es mit den erneuerbaren Energien weitergeht. Das ist wahrhafte Verantwortung einer Regierung. Das war die Reaktion. Wahrhafte Regierung. Die Fähigkeit eines Abgeordneten, sich mit der Materie zu beschäftigen. Auch darauf hatte er eine Antwort. Da sagte er zu Frau Hasselmann, Zitat, diese Kollegen, die ihrer Fraktion, prüfen die Unterlagen mit Sicherheit genauso wie wir, wie Sie. Und wenn diese Kollegen zu der Auffassung gelangen, sie können entscheiden, dann ist das ihre Entscheidung. Da brauche ich von Ihnen keine Belehrungen. Wir sind keine schlechteren Parlamentarier als Sie. Und deswegen wird dieser Tagesordnungspunkt nicht abgesetzt, sondern sinnvollerweise heute debattiert und übrigens auch beschlossen. Das ist die Herangehensweise, wenn Sie in der Mehrheit sind. Und deswegen sage ich Ihnen noch mal eindeutig, damit muss man umgehen. Das ist die moralische Rechtfertigung, wenn man über politische Kultur, über den Umgang von Verfahren in einem Parlament redet. Ja, Herr Dobrindt, da gucken Sie gespannt. Das ist für Sie Neuland. Ich weiß es wohl. Ich weiß es wohl. Ich schließe jetzt, Herr Präsident, und bedanke mich dafür, dass Sie mir so lange das Wort gegeben haben. Ja, ist gut. Herzlichen Dank. Damit schließe ich die Aussprache. Wir kommen zur Abstimmung über den Antrag der Fraktion der CDU/CSU auf Drucksache 19/7671 mit dem Titel Beschluss des Bundesverfassungsgerichts respektieren, Rechte des Deutschen Bundestages achten, Neustart beim Heizungsgesetz einleiten. Wer stimmt für den Antrag? Das ist die CDU/CSU-Bundesverfassungsgericht, die Linken. Wer stimmt dagegen? Die regierungstragende Fraktion. Wer enthält sich? Die AfD-Fraktion. Damit ist der Antrag abgelehnt. Ich rufe auf den Tagesordnungspunkt 9. Ich stelle fest, dass die Kollegin Ley sich auch enthalten hat, im Gegensatz zum Rest der Fraktion der Linken. Ansonsten bleibt es dann dabei.